Schönen guten Abend, El Comandante, und ja, wieder mal das Thema Replay of the Week im Scorpion Gale. Heute wieder mal zu Gast der Brenners. Servus! Moinsen! Ja, so, den Chat da schon wieder anpöbeln. Ey, der Kunde, glaub mir, der ging mir noch richtig auf den Sack, ne? Ja, im Platoon mit dem Axel und glücklicherweise sogar mit Volker, Marek und Mark in einem Gefecht gelandet. Üblerweise. Üblerweise auch noch ein Aim-Team, ne? Also beste ja, Voraussetzungen. Meistens sieht man sich ja auf der anderen Seite, oder? Ja, das klappt. Kickt ihr denn IS-3 an? Ja, ist jetzt schon mein bester Freund. Ja, Blackie! Irgendwie, keine Ahnung, was ich hier schon wieder veranstaltet habe. Hab ich gesoffen oder was den Abend, Alter? Kempunovka. Kempunovka. Richtig bis. Altbekannte Positionen. Erstmal Scouts abschlachten, ne? Nee. Vergiss es. Erstmal im Chat rumpöbeln. Im Chat rumpöbeln? Weil, ich mach jetzt mal freie Kamera. Ich mir den VK da drüben angucke, ne? Hübscher Pöbler. IS-3 guck ich dir an, guck dir den IS-3 an. Ah, jetzt siehst du den. Auf dem VK, ja. Der Meter Gaut da vorne, der nichts aufmacht. Es ist ein Traum. Die Leute, die waren so ein richtiger Traum. Ich dachte mir dann, komm, guck's mal, ob du den X eventuell erwischst. Ja, wir ein bisschen flott unterwegs. Dann. Da waren noch viele Fische unterwegs. So, jetzt hatte ich eigentlich vor, ein Stück weit nach vorne zu fahren. Musst du ihn dann doch anpöbeln? Ja. Gigi, Kämpfe, VK. So, jetzt hier IS-3, ne? Ja? Hat nicht der IS-3. Fühlt er sich angesprochen, oder? Ja, vom Anfang schon, ja. Ja. Weil er für seinen Clan rumgespammt hat, ne? So, das war ja. Der. Mark, siehst, vor dem Griff, Spot. Ein bisschen verschrieben. Gleich korrigiert, er hat natürlich schon als Fehler genommen, kleine Pussy. Oh, der VK war offen und hat nichts aufgemacht. Nope. Premium. Strong. Schreiben muss man können und dann schreibt das noch zusammen, ne? Komisch. Der Marek ist schon oben, macht das auf der anderen Seite. Der war wieder voll oben auf dem Hill. Der wurde von der Arti zerleddert. Ich war natürlich wieder mal schön am Schreiben, sonst hätte ich da vorne den Kollegen eventuell nicht gebaut. Abprahler. 3700. So. Kann man machen. Und du siehst, IS-3 ist immer noch mein bester Freund. Ja, ich verstehe schon. Benutzt ihn. Ne, der ging mir so richtig auf den Sack, ey. Der war weg. Ein Scout weniger. Meister stellt sich in der Hecke und nimmt die Tastatur wieder in der Hand. Wo ist denn eigentlich der VK? Ah, der ist schon tot. Den hat's gerupft. Ah, da hinten hat's in der Blätter. Guck ihn dir an. Ja. Er lacht sich so ja. Weg. Ich hab 20 mich Schule, ich lauf mich so weg. Hab ich im Nachhinein nach dem Gefecht mal weggelacht. Ja gut, die 24 ist in meinen Ohren umgeht. Dachte gut, wenn keiner spotten geht, hast Scherer dabei, gehst du spotten. Ja, und so vorgehen die Kinder, so vorgehen die auch. Das ist auch. Und trotzdem tat's weh. Ja, der Mod hat sich gefreut. Würde ich behaupten. Ja, die IS-3 kämpft jetzt schon weiter, zwei Japaner haben ihn auch schon überholt. Drei Japaner haben ihn schon überholt. Ja.
Nur der Leo da hinten, das ist mir nicht so ganz, was der da macht. Ja, das ist aggressives. Da sitzt ein Franzose drin. Ist ganz einfach. So, LKV. Diese kleine Mistratte. Er ist so ein kleiner Fotz, den man einfach nicht sieht. Mhm. Ich dachte, schießt mal blind hinter. Mullilager. Ja, das wär's gewesen. Da hab ich schon, hab schon während der Runde gesagt. Hier vor allem. Die Late Game Tomatoes. IS3 klickt F5. Verstanden. Ich glaube, er hat nicht ein Wort verstanden, was der da geschrieben hat. Ja, dass er auch was getan hat. Sehr wahrscheinlich. Das war. Das war mal ein Kumpel. Netter Schuss. So, und jetzt dachte ich mir, da ich vorhin abgeprallt bin, schießen wir jetzt Pixel. Bäm. Das gesehen, normalerweise ist er drüber geflogen. Mhm. Normal, aber. Was ist schon normal bei mir? Okay. Marcio. BZ111. Auf Wiedersehen. See you later. Wir sehen uns in der Hölle. Ja, Morgi kassiert. Eben von den. Also T44. No. Schritt der. So, mein Freund der IS3. Ja, er ist ja wieder da und immer noch full life. Guck dir an, wo er steht. Vom Camp. Nutz. Ein Franzose. Ja. Der dir den Arsch hält. Ist ja ganz was Neues. Ich dachte, naja, gut, den wirst du nicht getroffen haben. Hast ihn dann doch getroffen. Bäh! Und tschüss, würde ich mal sagen. Mhm. Achte jetzt genau auf diesen Mod 1. Ja, Mod 1. Hallo Mod 1. Tio, 5 HP. Dachte ich mir auch. Wollt 5 HP. Wolltest ihm diese 5 HP halt nicht nehmen. Das hat RNG nicht mal zugelassen. RNG hat gesagt, nein, kein Hyrule. Ja, Axel dann mal blind IS3 gekillt. So, da, wie man sieht, sein Freund lebt noch. Fast full life. Der andere ist tot. Axel lebt noch. Der andere Zug von uns ist tot. Schönen Gruß an euch, Jungs. Schön mitgespielt. Ich muss ihn halt mal fragen, was er da tut, ne? Kriegt von der Arti eine geklatscht. Wieder da fahrt zurück. Aggressives Campen. So. Ja, nicht mehr aggressives Campen. Wir sehen uns in der Hölle. T44. Ja, der guckt da nicht mehr rüber. So, Meister Blackie war jetzt wahrscheinlich der Meinung, ja gut, geh ich mal spotten für die scheiß CDs. Wenn sie mich schon so voll leiern. Dann macht er schon mal was. Oh, der Löwe, wie steht denn der? Ja, wir haben sie nicht mal angekratzt, ne? Gekettet. Macht er 500er. Ja. Axel hat am ordentlich drauf eingetroschen. Er kann die Dacke erbauen. Oh. Ja, konnte es ein Abroller. Ja, hässlicher Kettenschuss. Scheiße. So, ja, Godda? Ja. Wollt ihr das wissen? Godda. Mach's gut. Godda mit wenig Life. Godda auf Anschlag. Weiß ich, was der sich bei dieser YOLO-Aktion gedacht hat. Hier, mein Kumpel. Ja, wollen wir das auch noch bei dir abgefallen? Mein Kumpel 5 HP und so, lebt immer noch. Mein anderer Freund hier, die IS3. Ah, oh, mit 36. Wo er vor einer Minute noch full life war. Also sie hat's doch was gegönnt. Ja. Ich war mir nicht so ganz schlüssig hier. Wie gesagt, der Mod 1 lebte noch, der Löwe lebte noch, der LKV lebt noch, die Arti. Ja, die Arti ist halt das Böse, der Problem. Genau. Da immer in Bewegung sein, wir machen. Peppers und ein Skorpion. Macht Peng. Ja.
da kennen wir diese HEs. Arthur hat im Übrigen jetzt gerade auf Axel geschossen. Mach es gut. Löwe! LKV in der Zeit gebounced. Hauptgeschütz getroffen, hat er auch noch einen, dachte ich mir auch, danke. Ach, könnte sich der LKV jetzt gewesen sein? Das ist gut möglich, nee. Aber nicht, ich glaube, das war der Mod. Ja, der Mod hat mir eine. Oder der Löwe, der Löwe. Der Löwe, das könnte auch, ja, ja, so wie der Löwe. Einer von beiden war's. Bei dir aufgeflogen. Das. Blackie, wake up. Jetzt hat sogar Mark mit dem IS-3, ne? IS-3 ist natürlich schon Geschichte. So gut wie. Dass er ihn auf Englisch anpöbelt. Ja, er hat es wahrscheinlich nicht so ganz mitgecheckt. Naja. So, Mod 1. Und LKV. Naja, Blackie in der besten Position. Ja, im Sam. Richtig. Bam! 503, oh. Das war erstmal die Revanche-Form für die 1-2 Treffer, die ich da kassiert habe. Ah, 1 gegen 3? Mhm. Nett. Ein paar Panzer. Eigentlich One-Shot? Ich bin genauso One-Shot für jeden. Das ist schon. So, ich dachte mir, na gut, fährst mal ein Stückchen. Ne? Vielleicht kommt da der gegen Mixis. Ja, jetzt holen wir uns Captain vor. Na gut, wenn sie schlau anstellen und beide gleichzeitig rüberhutschen. Ja, LKV, tschüss. Hier hätte ich wahrscheinlich erstmal die Arti holen sollen. Denn wir sehen, die 5 Live reichen, um den Skorpion zu schlachten. Oh Gott, diese 5 Live. Hab ich gekotzt. Na, und Blackie, Bombmann. Bombe gerissen, was er da gemacht hat. Riesenkompliment. Riesenkompliment. Doch, es waren, warte, lass mich mal schnell überlegen, 300 und ein paar Apple-Stückchen. Also ein Schuss hat er getroffen. So ziemlich. Naja, du hast den Krieger geholt. Ja. Großkaliber bestimmt auch noch. Ja. Ich weiß gar nicht, da waren noch so viele Lametta dabei. Ja, ich musste dann aber im Nachhinein nochmal auf den Wehrpass von dem IS-3 gucken. Na, Kollege, wenn du das nicht, wenn du das siehst hier, es ist nicht persönlich gegen dich. Aber spielerische Leistung, ne? Der muss dann nochmal arbeiten dran. Das geht so nicht. Jo, Brenners. Na gut. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, Leute.